Hallo und guten Tag, hier ist Robert Heiduck von der Eisenklinik. Was ihr hier neben mir hängen seht, das ist der sogenannte 4D Pro Trainer. Ein recht ungewöhnliches Schlingentrainersystem. Und mein Freund und Kollege Marek Joschko hat mich gebeten, dieses System doch einfach mal näher vorzustellen. Denn eine Vielzahl von Sportlern, Athleten und auch Trainern, die wissen eigentlich gar nicht so genau, was man mit diesem Gerät eigentlich alles machen kann, welche Zielsetzungen man damit verfolgen kann und wo eigentlich die genauen Unterschiede zu einem konventionellen Schlingentrainer sind. Der große Unterschied zwischen dem 4D Pro und konventionellen Systemen besteht darin, dass dieses Gerät hier an elastischen Seilen aufgehängt ist, während konventionelle Slingtrainer starre Systeme darstellen. Man kann hier sehen, dass man sogar den Widerstand dieser elastischen Seile ändern kann, weil an jeder Seite zwei Seile hängen, ist es möglich, ein Seil auszuklinken und einen anderen Widerstand zu haben. Die Frage ist natürlich, was bringt uns das? Jeder Sport ist von gewissen Dynamikverläufen geprägt. Das heißt, es geht im Wesentlichen um Beschleunigungen und um Bremsungen. Das bedeutet für die Rumpfmuskulatur, dass sie niemals statisch auf einem gleichbleibenden Niveau arbeitet, sondern auf diese Beschleunigung und Bremsung reagieren muss. Und dies kann ich hier mit diesem elastischen Band sehr viel besser simulieren als mit einem starren System, weil ich hier Bewegungsamplituden habe, wie die Muskulatur arbeitet, im Gegensatz zu diesen ganz statischen Kontraktionsmustern bei einem starren System. Das bedeutet, es ist letzten Endes eine andere Form von Training. Sie ist nicht besser, sie ist nicht schlechter als ein konventioneller Schlingentrainer, es ist was anderes. Ja? Demzufolge muss ich auch genau wissen, was ich eigentlich erreichen möchte, um dann die entsprechende Trainingsmethode oder Trainingsform gezielt zu wählen. Lasst uns ganz einfach mal an einem Beispiel zeigen, wie man spezifisch mit dem 4D arbeiten kann. In vielen Sportarten ist nicht nur Rumpfstabilität gefragt, sondern auch Explosivität in den Armen. Das ist beispielsweise in vielen Kampfsportarten der Fall, aber auch in vielen Wurfdisziplinen, aber auch in manchen Spielsportarten. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Handball. Und hier kann ich ganz spezifisch mit diesem Gerät darauf hinarbeiten. Welche Methode kann ich dazu einsetzen? Im Leistungssport haben sich viele Methoden zur Schnellkraft- und Explosivkraftentwicklung herausgearbeitet. Eine davon ist die sogenannte Schockmethode. Nun, wie funktioniert diese Methode? Bei dieser Schockmethode wird die vorangespannte Muskulatur schlagartig gedehnt. Diese schlagartige Dehnung, die führt dazu, dass gewisse Reflexe ausgelöst werden, die dann dazu führen, dass mehr Muskelfasern gleichzeitig angespannt werden oder eingesetzt werden können, was letzten Endes zu einer explosiveren, schnelleren und höheren Kraftentwicklung führt. Diese Methode oder diese Form habe ich eigentlich immer dann, wenn ich zum Beispiel von einem Tisch zum Beispiel runterspringe und bremsen muss, ja? Also Landungen. Ja? Und dieses Beispiel, das zeige ich euch jetzt einfach mal für den Oberkörper. Und da ist dieses Trainingsmittel hervorragend dazu geeignet, sich schrittweise daran zu arbeiten, um letzten Endes diese Bewegung, die ich euch gleich zeigen werde, ohne dieses Hilfsmittel durchführen zu können. Der Effekt dieser Übung liegt in der schnellen Streckung der angespannten Muskeln, was die Möglichkeit gibt, eine weitaus größere Kraft als die maximale statische zu entfalten. Ja, das
das war, wie gesagt, nur ein Beispiel, wie ich dieses Gerät einsetzen kann, was ich dann, wie gesagt, mit einem normalen Sling-Trainer nicht machen kann. Es gibt viele, viele Beispiele und Übungsbeispiele, wie man das Gerät noch anderweitig einsetzen kann. Wir blenden gerade hier mal einen Link dazu ein, zu einem Video, was euch ganz, ganz viele Übungsbeispiele nennt. Und ich denke, wenn man sich mal diese Beispiele auf dem eingeblendeten Video, auf dem Link dann oben anschaut, dann kommen natürlich einem schon viele Ideen, wo man das Gerät einsetzen kann. Ich denke, im Bereich Schwimmen wird man das sehr gut einsetzen können, weil dieser Delfinbeinschlag oder diese Butterfly-artige Ganzkörperbewegung mit diesem Gerät sehr gut simuliert werden kann. Ich denke, in vielen Kampfsportarten wird man es einsetzen können, aber vielleicht auch in Spielsportarten, weil hier ein sehr, sehr spezifisches Training möglich ist. Wie gesagt, es ist nicht besser oder schlechter als ein Sling-Trainer, das möchte ich damit nicht sagen. Es ist eine andere Trainingsform, es ist eine eigene Form von Geräteklasse und deswegen sollte man sich das einfach mal näher anschauen, gerade wenn man auf diese spezifischen Ziele hinarbeitet, wie wir sie gerade in den Beispielen genannt haben. Bis dann, sagt Robert Heiduck. Ciao.